Heute stellen wir Ihnen zwei ganz aktuelle Publikationen aus dem New England Journal vor, zum einen von Abel und Coworkers, zum anderen von Baon und Coworkers. Es geht um die Boosterimpfung mit BNT162B2 in Israel. Hier konnten die Autoren zeigen, dass die Boosterimpfung Erkrankungs- und Sterberisiko bis zu 90% senken kann. In Israel ist es im Spätsommer gelungen, eine Erkrankungswelle von SARS-CoV-2 durch eine rasche Boosterung mit einer dritten Dosis von BNT162B2 zu brechen. Zwei retrospektive Analysen im New England Journal of Medicine ermitteln eine Schutzwirkung von etwa 90% vor schweren Erkrankungen oder einem Tod. Als die Infektionszahlen im Juli wieder stark anstiegen, hat die israelische Regierung rasch reagiert. Bereits Ende des Monats wurde Senioren eine dritte Dosis des in Israel ausschließlich verwendeten Messenger-RNA-Impfstoffes BNT162B2 von BioNTech/Pfizer angeboten. Bis Ende August wurde die Impfaktion auf alle Altersgruppen über 12 Jahre erweitert. Bereits Mitte September war die Spitze der Infektionsfälle erreicht. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Infektionen. An der Wirksamkeit der Boosterung kann deshalb kaum gezweifelt werden. Wie hoch die Schutzwirkung genau war, lässt sich in retrospektiven Studien jedoch nur schwer ermitteln. Die einfache Gegenüberstellung der Krankheitsfälle bei Geboosterten und Nicht-Geboosterten kann täuschen, da sich möglicherweise Menschen, die aufgrund ihrer Konstitution oder ihres vorsichtigen Verhaltens ein geringeres Erkrankungsrisiko haben, eher für eine Impfung entscheiden, die in Israel freiwillig war. Es wurden deshalb zwei Analysen durchgeführt in der ersten Studie. Dort wurden also zwei Analysen durchgeführt. In der ersten Analyse wurde dann die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle zwischen den Geboosterten ab Tag 12 und Nicht-Geboosterten verglichen. Und in der zweiten Analyse dieser Studie wurden Personen verglichen, deren Boosterung erst 3 bis 7 Tage zurücklag und die deshalb noch nicht wirksam sein konnte, mit der Gesamtgruppe der Geboosterten verglichen. Dies vermeidet weitestgehend Verzerrungen, die sich aus der Konstitution und dem Verhalten ergeben könnten. Es bleibt allerdings noch die Möglichkeit, dass Personen sich in den ersten Tagen nach der Impfung bei Symptomen nicht testen lassen, weil sie sich sicher fühlen. Tatsächlich ergaben sich zwischen den beiden Analysen große Unterschiede. So lag die Zahl der schweren Erkrankungen bei den Geboosterten in der Altersgruppe 60 plus nach der ersten Analyse um den Faktor 17,9 niedriger, mit einem Konfidenzintervall 15,1 bis 21,2, als bei den Nicht-Geboosterten. Nach der zweiten Analyse waren es 6,5-fach, 5,1 bis 8,2-fach weniger schwere Erkrankungen. In der Altersgruppe der 40 bis 59 Jahren betrug der Faktor nach der ersten Analyse 21,7, Konfidenz 10,6 bis 44,2 und nach der zweiten Analyse nur noch 3,7, 1,3 bis 10,2. Die Zahl der Todesfälle wurde durch die Boosterung in der Gruppe 60 plus nach der ersten Analyse um den Faktor 14,7 und der zweiten Analyse um den Faktor 4,9 gesenkt. Insgesamt waren die Todesfälle selten. Die Boosterung hat die Sterblichkeit nach der ersten Analyse um 2,1 Todesfälle auf 100.000 Personentage gesenkt. Nach der zweiten Analyse betrug die Differenz 0,8 Todesfälle auf 100.000 Personentage. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die zweite Publikation von Abel. Die Zahlen sind jedoch anschaulicher. Von 843.208 Versicherten im Alter von über 50 Jahren, die bereits die ersten beiden Dosierungen von BNT162B2 erhalten hatten, entschieden sich 758.118, das sind 90%, für die Auffrischung der Impfung. In der Boostergruppe kam es zu 65 Todesfällen an Covid-19, das ist 0,16 pro 100.000 Personentage. Von den nicht geboosterten starben 137 an Covid-19, das sind 2,98 pro 100.000 Personentage. Somit wurde ein adjustierter Hazard Ratio von 0,10 mit einem sehr engen Konfidenzintervall von 0,07 bis 0,14 ermittelt. Dies bedeutet, dass die Booster mit hoher statistischer Sicherheit das Sterberisiko um 90% gesenkt hat. Hier die Abbildung aus der Arbeit von Abel, das kumulative Sterberisiko Covid-19 mit und ohne Booster. Wir sehen hier ab Tag 18 Follow-up das deutliche Auseinanderweise der Kurve, allerdings natürlich mit sehr niedrigen Ereignisraten. Hier in der Tabelle auch nochmal die Assoziation mit der Sterblichkeit, verschiedene Variablen, Booster erhalten, also Hazard Ratio für Tod 0,10, hochstatistisch signifikant. Das Alter erhöht das Sterblichkeitsrisiko, ebenfalls das männliche Geschlecht um den Faktor 2,49.
Der sozioökonomische Status, Diabetes und COPD beeinflussen die Sterblichkeit nicht signifikant. Chronische Niereninsuffizienz jedoch deutlich mit einem Hazard Ratio von 2,27, auch statistisch signifikant. KHK, also ischämische Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Adipositas ohne Einfluss. Lungenkarzinom natürlich ein ganz starker Einfluss auf die Sterblichkeit, Faktor 3,20. Auch die Anamnese eines cerebrovaskulären Insultes in der Vorgeschichte erhöht die Sterblichkeit um 1,54-fache. Anamnese TIA oder Rauchen, kein Einfluss. Hier noch die Abbildung aus der Arbeit von Baron und wir sehen hier die Faktorreduktion in bestätigter Infektionsrate in den einzelnen Altersgruppen. Wir sehen hier, dass so ungefähr offensichtlich ab dem Tag 9 bis 12 die Reduktion ansteigt. Wir blicken nur mal auf die Größe gleich 60 Jahre pro Alter. Und hier haben wir um den Faktor nahezu 15, 16 eine Reduktion der Infektionsraten. Sie können diese beiden Publikationen frei einsehen im New England Journal of Medicine.